Meghan Markle, Fox Press beim ersten Weihnachten mit den Royals. Meghan Markle, erstes Weihnachten mit den Royals. So kurz nach der Verlobung schon das Weihnachtsfest mit den royalen Mitgliedern der britischen Königsfamilie auf Schloss Sandringham verbringen zu dürfen, ist für Meghan Markle eine echte Ehre. So wurde Herzogin Kate, 35, dieses Privileg von ihrer Hochzeit mit Prinz William, 35, verweigert. Meghan ist damit das erste unverheiratete Mitglied der königlichen Familie, das sowohl am Weihnachtslunch bei Königin Elisabeth in der vergangenen Woche und dann auch am Gottesdienst teilnehmen durfte. Kein Wunder, dass die amerikanische Schauspielerin, die gerade erst in ihre neue Rolle als Verlobte eines Prinzen hereinwachsen muss, mächtig nervös war. Meghan Markle zeigt Fotografen ihre Zunge. Dies äußerte sich zum Beispiel in ihrer untoll rollierten Mimik. Ein Bild, das nach ihrem Auftritt am ersten Weihnachtsfeiertag durch die sozialen Netzwerke ging, zeigt die 36-Jährige mit herausgestreckter Zunge. Frech schaut sie in die Kamera und winkt dabei den Fotografen zu. Eine Geste, die für Herzogin Kate, die in Sachen Etikette mittlerweile ein absoluter Profi ist, undenkbar wäre. Doch offensichtlich war dieser Zungenblitzer gar nicht beabsichtigt. Mehrere Aufnahmen zeigen Meghan, wie sie sich nervös über die Lippen leckt. Das Foto wurde wohl in einer ungünstigen Sekunde geschossen. Modischer Fehltritt, harte Kritik für dieses Accessoire und auch in Sachen Mode schieden sich beim gemeinsamen Auftritt mit Kate und William die Geister. Während ihr Schwägerin in Spa auf einen bunt karierten Mantel setzte, glänzte Meghan mit einem beigen schlichten Mantel von Mimme und farblich abgestimmten Accessoires in Cognac-Tönen. Nur ihr extravaganter Hut kam nicht bei allen gut an, im Netz erntete die Schauspielerin mächtig Kritik. Wie denkst du über Meghans Outfit? Fashion Faux Pas oder modischer Volltreffer? Stimme unten ab. Like bei Facebook und verpasse keine Star-News.